Und das passt zum Spiel Stuttgart gegen Leverkusen, denn dort sind zwei auf der Bank, die man beim FC Bayern zumindest von außen sich ganz gut vorstellen könnte. Irgendwann mal, Betonung, Sebastian Hoeneß 41 Jahre, Xabi Alonso 42, also interessanterweise zwei Trainertypen, die sich so zwischen dem jungen Nagelsmann und dem mit 50 Jahren etwas erfahrenen Tuchel bewegen. Und ja, wir wollen uns die Tabelle einmal anschauen, wie sie aktuell jetzt in der Bundesliga aussieht. Und das unterstreicht nochmal, dass, wenn die Bayern ihr Nachholspiel gegen Union im Januar gewinnen, dann wären sie nur einen Punkt hinter Leverkusen aktuell. Stuttgart 31, Leipzig 29 und über die Dortmunder auf Platz 5 mit 25 Punkten kommen wir dann später zu sprechen. Wer würde besser zu Bayern passen? Xabi Alonso oder Sebastian Hoeneß? Karl-Heinz Rummenigge fand ich ganz interessant. Hatte ich nochmal gefunden, das Zitat 2019 hat er über Alonso gesagt, der damals gerade die U14 bei Real übernommen hat. Wir müssen alles dafür tun, dass wir den irgendwann nochmal hier als Trainer zum FC Bayern bekommen. Absolut vorstellbar. Absolut vorstellbar, weil nochmal, werde ich mir auch nie mehr davon, aber auch nicht durch Guardiola und Klopp vom Gegenteil überzeugen lassen. Jede Zeit eines Trainers bei einem Club ist Halbwertszeit. Irgendwann ist es durch. Und dass Alonso ein Thema für einen FC Bayern sein müsste irgendwann, halte ich für das Selbstverständliche von der Welt. Allerdings, ob er dann bei Real keine Lust mehr hat, werden wir sehen. Also Sie glauben weiter Real und Xabi Alonso ist ab Sommer... Ist alternativlos, weil nochmal das, was er... Sehen Sie, das Spiel jetzt gegen Stuttgart. Erste Halbzeit, Stuttgart überragend und sie nicht gut. Und das ist nicht das erste Mal, dass die aus der Kabine zurückkommen und anders funktionieren. Im Gegensatz zum FC Bayern in Frankfurt. Das haben Sie jetzt gesagt und ich gedacht. Ich bin gut. Ja, aber natürlich ist das der Punkt. Natürlich ist das auch eine Kunst des Trainers, dass du auf ein Spiel, das so läuft, wie es läuft, reagierst und dass eine Mannschaft dir folgt. Es kann muss nicht nur am Tuchel liegen, es kann auch an dem Kader der Bayern liegen, nochmal zurück, aber dann Schluss mit dem Thema, bis zum nächsten Mal. Sie kaufen es ihm nicht ab, offensichtlich. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Halbzeit gesagt hat, 3-0 Jungs, alles okay, sondern da wird es schon anders. Es war ja das 3-1 gefallen und er sagte, wir wollten die zweite Halbzeit gewinnen zumindest. Und das kann man auch mit 2 Toren Unterschied schaffen, dann wäre es unentschieden unterm Strich. So. Und Alonso hat gesagt, bei Halbzeit, in welcher Sprache, das hat mich interessiert, ist er lauter geworden. Aber ich offensichtlich verständlich. Wir hören ihm einmal zu, Xabi Alonso, nach diesem 1:1 in Stuttgart und ja, weiter Platz 1 in der Bundesliga für Bayer Leverkusen. Ja, glaube ich, es war ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer. Total anderes erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Viele negativ von uns in erste Halbzeit, viele positiv von uns in zweite Halbzeit. Erste Halbzeit, wir haben gefühlt, dass Flow von Stuttgart gerade. Sie haben sehr gut gespielt. Und wir müssen korrigieren, etwas taktisch, etwas emotional, etwas Energie. Und wir haben besser gemacht, mit besser Kontrolle, ruhiger mit dem Ball, nicht zu schnell, besser kontrollieren, genug Chance geschafft. Der Unentschieden ist es. Klarer Typ. Alles zu verstehen. Wenn man es aufschreiben würde, nicht so gut. Würde man sagen, was? Nur einfach zuhören. Und er bringt alles so sehr verständlich rüber. Und die Aura ist selbst auf so einem kleinen Monitor zu fühlen, oder? Ja, ja. Und nochmal, aber es ist Leverkusen. Der hat sie übernommen auf Platz 16. Deswegen immer der Quervergleich, so was würde er denn heute bei Bayern gemacht haben in Frankfurt, ist mir zu billig. Das, was er aus Leverkusen rausholt, nach Platz 16, und sie haben nicht alles dort in die Luft gejagt, sondern sie haben schon vieles übernommen. Und das, was er da rausholt, macht ihn zu einem bemerkenswerten Trainer. Und das wird bemerkt. Bemerkenswert auch, was Sebastian Hoeneß mit dem VfB Stuttgart veranstaltet hat. Immer wieder zur Erinnerung, Relegation gerade so geschafft. Und jetzt spielen sie einen Fußball, der unglaublich attraktiv ist, auch gegen Bayer Leverkusen. Und wir hören uns mal den Trainer an, Sebastian Hoeneß. Und er verrät, was er der Mannschaft gesagt hat.
Die Jungs waren enttäuscht. Ich glaube, es lag insbesondere in der ersten Halbzeit, dass wir da möglicherweise es versäumt haben, anderes Ergebnis als das 1-0 noch zu kreieren. Haben wir wirklich viele Dinge richtig gemacht. Und das hat sich dann verändert in der zweiten Halbzeit. Insbesondere das Gegentor hat uns wehgetan. Nicht nur einfach, weil das Resultat dadurch dann egalisiert wurde, sondern weil wir auch ein intensives Spiel hatten unter der Woche. Gefühlt haben wir das dann richtig gespürt. Und dann mussten wir leiden. Und das haben wir dann gemeinsam getan. Und deswegen, und das habe ich den Jungs gerade schon gesagt, war ich sehr stolz auf die erste Halbzeit, aber ich bin auch sehr, sehr stolz auf die zweite Halbzeit. Täuscht der Eindruck, Herr Reif, oder gewinnt da gerade jemand von Woche zu Woche an Statur, auch was Körpersprache bei einer Pressekonferenz betrifft, die Stimme, klar? Ja, der hatte ja so einen linearen Aufstieg und jetzt werde ich Hoffenheim und jetzt bin ich, ach, und Hoeneß, Familie und ach, jetzt alles läuft doch so super. Und dann macht es bumm. Und durch das Tal so durch. Und dann kriegst du Stuttgart. Allerdings, du weißt, hast auf die Tabelle aber geguckt, wenn du jetzt da. Ja, macht nichts. Ich probier's. Und jetzt hast du so das Gefühl, er muss nicht mehr nichts, gerade jetzt nichts beweisen, sondern das macht seine Mannschaft. Und also es ist nicht mehr der Hoeneß-Trip. Wir reden dann so über einen Trainer, sondern Trainer ist Mannschaft. Das wird ja auch Tuchel. Trainer ist das, was die Mannschaft spielt und was sie in komplizierten Situationen spielt, was sie wenn alles gegen dich läuft, wie sie dann reagiert, wie sie in der Halbzeit, nach einer Halbzeit reagiert, das ist Trainer. Er muss heute nicht mehr sagen, mein Onkel heißt so, mein Vater heißt so, sondern du, ich bin hier Trainer, ich habe hier zu arbeiten und meine Mannschaft spielt das jetzt so. Und spielt sie es denn nur, weil sie weit über ihre Verhältnisse spielt? Nein, sie plötzlich. Wenn mir das einer erzählt hätte letztes Jahr, Stuttgart spielt so konstanten Fußball so. Auch dann, wenn der Gegner plötzlich und wenn dir die Luft ein bisschen enger wird, wenn der Gegner dich richtig am Wickel hat, wie sie da dagegen halten können. Das liegt nicht zuletzt auch am Trainer. Und Stuttgart findet sich also wieder aktuell auf einem Champions League Platz. Dortmund gerade Fünfter. Sie wissen, wir haben das schon 2-3 Mal in der Sendung thematisiert. Es könnte sein, dass in dieser Saison auch Platz 5 für die Champions League reicht, da die beiden besten nationalen Verbände im Europapokal einen zusätzlichen Champions League bekommen. Aber zocken sollte man darauf nicht. Aktuell sind wir da gut dabei, aber da kann sich logischerweise dann in der Rückrunde des Europapokals noch eine Menge verschieben.